herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay bzw. Replay of the Week, gespielt von Max Wünsche in seinem Tiger 1. Also vielen Dank, dass du mir den eingeschickt hast und er spielt ihn hier in der Sparversion. Warum Sparversion? Ja, man sieht hier unten Fernglas oder Fernrohr und Tarnnetz. Da weiß man genau, ja, an den anderen Sachen hat es halt ein bisschen gearbeitet, also baut man das ein, was nichts kostet. Deswegen Fernrohr und Tarnnetz. Tiger 1, für mich ein unglaublich toller Panzer auf dieser Tierstufe. Vielleicht nicht der leichteste, aber mit ein bisschen Anwinkeln und so kann man unglaublich viel aus dem herausholen. Und er ist einfach ein grandioses Gerät. Und ihr wisst ja, deutscher Stahl. Hallo, was soll denn da passieren? Er hat jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so wirklich viel Lust, überlegt sich jetzt erst noch eine Taktik, was soll er machen, was kann er machen. Auf jeden Fall hat er ein paar Ringe um sein Kanönchen drumherum gemalt. Zeigt also, okay, von der Tendenz sollte er wissen, wo es lang geht. Die erste Minute ist bald schon rum. Und er braucht noch ein bisschen Überlegungszeit. Vielleicht hat er sich auch noch einen Kaffee gemacht. Er ist wach, meine Damen und Herren, er ist wach. So, los geht's. Ja, die gegnerische Art hat gleich mal die Hummel rausgenommen. Das ging flink. Auf den T-71 kommt er da nicht wirklich. Dementsprechend fahrt er jetzt erstmal diesen ungemein bösen Zaun zusammen. So ein nerviger Zaun. Aber natürlich dadurch, dass er so spät erst ins Spiel gestartet ist, muss er auch möglichst weit auf der A-Linie fahren, dass er da nicht aus der Mitte doof getroffen wird. Schade, dass der T-71 jetzt nicht noch offen ist, weil jetzt könnte er auch langsam drauf kommen. So, unbeschadet hat er es hier rüber geschafft in Richtung Stadt. Passiert mir ganz gern mal, dass ich da so rüber fahre, dass ich dann schon gehittet werde. Weil ich mir aber denke, das geht schon. Und dann merke ich, geht doch nicht. Ja, in dem Fall bei ihm war alles anders. Und er ist hier, und das ist ja auch immer bei den Replay of the Week so gewesen, dass häufig Replay of the Week Top-Tier war. Er ist es diesmal nicht, sondern nein, er ist, wenn man es so sagen will, Mid-Tier. Also von dem her ist die Basis jetzt schon mal gelegt für ein schönes Ründchen. Da ist der IS. Ja, da kommt er schön drauf und man sieht halt auch, dass das eine wirklich sehr angenehme Kanone ist, mit der man im Tiger spielt und unterwegs ist. Ich mag, wie gesagt, die Kanone auch sehr gerne. Vernünftiger Reload, gute Penetration, das passt alles. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur mit der Panzerung arbeiten, anwinkeln. Das ist essentiell. Der steht hinterm Haus, mein Freund. So, da kommt jetzt was. Genau. Der erst kommt gleich so rumgefahren. Die Arti schlägt auch darüber ein. Das hat er nachgeladen. Der erst guckt jetzt schon weg, denkt sich, da kommt nichts Böses mehr. Und kriegt nochmal eine. Ja, da schaut so ein Russe ganz schön alt aus, aber 2 zu 6 steht schon für den Gegner. Also hier in dem Fall. Schöner Hit. Ich weiß zwar nicht, wie er ihn gemacht hat. Kann jetzt auch ein Replay-Fehler gewesen sein. Und nochmal ein. Ja. Warum denn nicht? So, jetzt kommt er hier vorne. Ah, jetzt kettet er ihn. So, wird nochmal angestupst. Nochmal Hallo gesagt. Zack, weg ist er. 5 zu 7. Also da hat er wirklich sehr wenig gesehen gehabt für den Hit davor oder den Dart davor. Aber egal wie. Deutscher Stahl. Er rockt einfach. 2 Kills, 1523 Schaden auf der Uhr bis dato. Und jetzt fährt er. Aha, er fährt zurück, um da ein bisschen abzusichern nach hinten. Auch nicht schlecht. Da denkt einer mit. So, dann sein Team hat hier die Stadt für sich dann gleich erobert, also die Stadt gehört dann ihnen und er deckt nach hinten ab, aber er steht jetzt auch nicht so gut da, weil er kann hier gut getroffen werden, aber lustigerweise, jetzt sieht man Fernrohr und Tarnnetz, kann man auch mal machen.
So, IS-3. Kommt natürlich jetzt mit aller Power da in seine Richtung. Nochmal der Treffer. Lustigerweise, scheinbar hat er keinen sechsten Sinn drin. So, IS-3 kommt weiter in seine Richtung. Ging nicht durch. Aber er muss den Mickey alleine machen. Ganz, ganz undankbar. So, jetzt auch hier. Also er macht es hier sehr gut. Und da sieht man, der Reload zahlt sich ab und an einfach aus. 7 zu 11 gerade. Also die Stadt kommt da nicht so wirklich klar. So, jetzt kommt der T-32 auch noch auf ihn. Musste jetzt das Geschütz reparieren. Der IS-3 will durchfahren. T-71 jetzt noch von drüben vom Feld. Ah, sträflich, was der IS-3 gemacht hat. Sich da so abgewendet. Ganz sträflich. Wird natürlich auch bestraft, wie man hier sieht. So, und jetzt... Ach, Wahnsinn eigentlich, das Line-Up von seinem Team. KV-2, eine Arti und er. Der T-29, den will er jetzt hinterfahren. Beziehungsweise seitlich drauf auf ihn. Schön vorne drauf. Arti, Gott sei Dank kein starker Hit. Und er steht hier super. Das heißt, er kann ja jetzt immer noch toll wirken. KV-2 gibt auch nochmal schnell eine drauf. Weg ist er. 4 Kills. Krieger, Radley Walters, alles theoretisch noch drin. So, jetzt sind sie da am Captain. Da kommt der T-32. Der 5. Kill. Und jetzt schaut es langsam sehr gut aus. Der Gegner hat noch 2 Artis. Okay, der T-71, der kann unglaublich nervig sein. Su-100Y, die geht wieder rum. Also von dem her kann er jetzt einfach mal cappen. Da kommt der T-71. Jetzt kommen die auch noch alle peu à peu nacheinander. Und er kann da natürlich super partizipieren davon. Und jetzt liegen sie ganz klar in Führung. Weil auch wenn es 12-12 steht, aber die 2 Artis bringen dir einfach weniger als eine Artis und 2 Panzer, die ordentlich noch austeilen können. Und er hat auch noch vernünftig HP, also... Das ist ja der Vorteil. Es ist ja nicht so, dass er hier low wäre, sondern nein. Er kann ja doch noch was anstellen. So, jetzt fahrt er auch noch in Cap. Weil jetzt denkt er sich langsam, okay, 6 Kills, den Krieger habe ich sicher. Den Sieg will ich mitnehmen. Aber da kommt jetzt die Su langsam an. Boxtank. So, Nummer 1. Ah, Nummer 2 steht jetzt das Haus leider im Weg. Aber die Su muss jetzt hier ankommen langsam und dementsprechend kann er auch wieder die Su gleich toll beschießen. Es läuft super für ihn die Runde. Er hat auch gut nach hinten mitgearbeitet, also das hat er sich schon redlichst verdient. Da kommt jetzt noch eine Arti an, aber auf die guckt er erstmal gar nicht. Sondern der konzentriert sich weiterhin darauf, dass die Su kommt. Macht ihm den Gefallen aber nicht. Da ist die andere Arti. Turm drehst du langsam leider. Ja. Fahrer ist raus. Harter Hit. Also die Su. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, in der Runde, da hat er nicht gut gemacht. Weil den Hit, der war abzusehen, dass der passiert. Da wäre ich so gar nicht rausgefahren. So, aber jetzt besinnt er sich wieder auf das, was er kann. Und zwar bisher sehr gut spielen. M12 hat jetzt... Die Lorraine hat die M12 Arti rausgenommen. Jetzt wird es nochmal gespannender, als ich es angenommen hatte. Boah, hinter ihm die Su, die da rumkommt. Jetzt geht er aber auf die Arti. Also nochmal so ein Hit von der Su. Und das Game ist für ihn durch. Also von dem her... So gefühlt viele HP er vorher hatte, so wenig hat er sie jetzt. So, aber jetzt hat er die Su sich so hingelegt, dass es jetzt ein One-Shot ist und
Sie macht den. Nein, er prallt ab. Sie prallt auch ab, Gott sei Dank. Auto-Aim. Ja, jetzt ist sie weg. Arti von hinten probiert es auch nochmal. Boah. Arti fährt jetzt rechts rum. KV2 fährt jetzt auch schon rechts rein. So, haut jetzt ab. Kann hier wirken. Ja, und KV2 macht das Ganze zu Ende. 5.402 Schaden hat er gemacht. Basiserfahrung 1.997. Sensationelle Runde, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Er hat sehr, sehr teamdienlich gespielt. Keine Premium-Munition genutzt, so wie ich das gesehen habe. Also von dem her, Replay of the Week, sowas von verdient mit einem wirklich geilen Panzer. Und jeder, der sagt, er ist auf der Tierstufe nicht gut, der hat keine Ahnung. Gab's übrigens schon mal. Also, von dem her, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das war Alcaramba. Tschüssikowski.